Lassen wir heute die geschäftigen Straßen Hamburgs hinter uns. Nein, über uns. Und steigen wir hinab in das lichtlose Röhrensystem zu unseren Füßen. Hier, in einem stillgelegten U-Bahn-Tunnel, hat das grenzenlos Böse sein Labor errichtet. Ein verstoßener Mann der Wissenschaft, den die Öffentlichkeit bald nur noch unter dem Namen der Wattwurm kennen wird. Du bist ein verstoßener Mann der Wissenschaft? Das wusste ich ja gar nicht. Naja, ich wurde mal aus einem Feinmechaniker-Arbeitskreis rausgeschmissen. Ruhe da unten! Er ging in den Untergrund, um an seiner höllischen Erfindung zu arbeiten und um finstere Rachepläne zu schmieden. Oh ja, endlich ist es soweit. Mein ist die Rache. Aber Otto, das sind doch alte Geschichten. Nenn mich nicht Otto. Otto Meier existiert nicht mehr. Ich bin der Wattwurm, Hamburgs gefährlichster Superverbrecher. So. Kein Otto mehr, aber immer noch sauer auf deinen ehemaligen Mitschüler. Er wird seiner Strafe nicht entgehen, dieser arrogante Hund. Nie hat er mich in die Mannschaft gewählt. Nie durfte ich mit, wenn er mit den anderen Jungen auf dem Klo geraucht hat. Immer hat er sich über meine dicke Lupenbrille lustig gemacht. Ich sieht ja auch wirklich zu dämlich aus. Und dabei wusste er nicht mal meinen Namen. Er hat ihn sich nie gemerkt, dieser blöde Angeber. Aber Otto, ich meine Mr. Wurm, Boss. Der Name gilt doch sowieso nicht mehr. Das hast du selbst gesagt. Sei doch nicht so nachtragend. Diese Diskussion ist abgeschlossen. Meine erste Schandtat wird die Rache an diesem Liebling der Hamburger sein. Ich kenne seine Schwächen. Seine Angst vor wirbellosem, glitschigen Ungeziefer. Als Wattwurm werde ich ihn vernichten. An ihm werde ich der Menschheit meine soeben fertiggestellte Erfindung demonstrieren. Den Headbanger 3000! Muss es denn gleich so eine schreckliche Bestrafung sein? Kriegst du jetzt kalte Füße? Ich hab's dir vorher gesagt. Meine Mission wird kein Spaziergang sein. Du hast dich entschlossen, mit mir in den Untergrund zu gehen. Also hör jetzt auf zu winseln und gehorche! Apropos Untergrund. Du hast da was missverstanden. Was? Ja, darüber wollte ich schon die ganze Zeit mit dir reden. Ja, Untergrund ist nur so eine Metapher. Hä? Ja, das heißt, man lebt versteckt. Das bedeutet nicht, dass wir ab jetzt in so einem miefigen Kanal hausen müssen. Wir könnten auch in der Elbchaussee. Miefiger Kanal? Das ist mein Unterseequartier. Hier beginnt mein Welteroberungsfeldzug. Morgen ist es soweit. Ich werde den Mistkerl entführen und auf diesen bequemen Sessel schnallen. Dann mit der Verblödungsstrahl meiner Höllenmaschine ihn treffen. Und während ihm das Hirn dunkelgrün aus den Ohren läuft, wirst du die Handykamera auf ihn richten und online stellen, was geschieht, wenn die Stadt Hamburg meine Forderung nicht erfüllt. Ja, was geschieht denn dann? Dann werden alle so enden wie dieser Lümmel aus meiner Klasse. Der elende Hauptkommissar John Mentenberg. Hummel, Hummel, Mordmord. Ein Radio Hamburg Hörspiel-Krimi. Heute das Grauen aus der Tiefe. Der nächste Morgen. Es verspricht, ein herrlicher Tag zu werden. Hauptkommissar Mentenberg ist mit seinem Dienstwagen unterwegs zum Alsterpavillon, um zu ermitteln, wo dieses schöne Wetter herkommt, als eine Meldung eingeht. Hansa 136, bitte melden. Hansa 136, hört. Ich habe da so eine merkwürdige Nachricht für Sie erhalten. Ja, immer her damit. Ja, ich zitiere, mein ist die Rache. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Gezeichnet, der Wattwurm. Ja, das klingt nach Conny, meinem Skatkumpel. Das ist ein blöder Witz, vergessen Sie es einfach. Ja, wie auch immer. Sie bekommen jedenfalls gleich Verstärkung. Ihre Kollegin Hansen ist ja heute bei diesem Berufstauschtag. Ja, irgendwas mit Theater. Aber die Vertretung kann sich Zeit lassen. Hier ist alles ruhig. Jo, alles klärchen. Sie ist unterwegs. Frohes Schaffen. Hansa 136, Ende. Mentenberg denkt sich nichts bei dem Hubschraubergebrumm, das langsam näher kommt. Er ahnt nicht, dass der Wattwurm und sein getreuer Banknachbar Peter in dieser Maschine sitzen. Ich sehe ihn.
Er fährt in östlicher Richtung. Ach, die Richtung ist doch scheißegal. Los, fahr den Magneten aus. Wir werden ihn uns angeln. Wird gemacht. Ein Knopfdruck und er gehört uns. Gleich gibt's erstmal eine riesen Portion Spaghetti-Eis und dann sehen wir weiter. Da reißt ein ohrenbetäubender Knall den Beamten aus seinen Gedanken. Ah! Der gewaltige Magnet hat am Wagendach angedockt. Hey, das kam von oben. Mir muss irgendwas Dickes aufs Dach gestiegen sein. Och Mensch, mein schönes Blaulicht! Und hebt Mendenbergs Dienstwagen langsam in die Höhe. Was geht denn hier ab? Das ist ja wohl eine Entführung. Mayday, Mayday, Zentrale, bitte kommen! Bemühe dich nicht, Mendenberg! Du bist mein Gefangener! Dein Funkgerät ist nun wertlos! Wieso duzt mich diese freche Ratte? Das ist ja unerhört! Ich nehme dich jetzt mit an einen Ort, wo wir ungestört über alte Zeiten plaudern können! Aufhören! Loslassen! Ich habe überhaupt keine Zeit! So eine Konstruktion ist doch bestimmt gar nicht zulässig! Das klappt ja wie am Schnürchen! Und jetzt auf! Auf ins Hauptquartier! Wenige Minuten später findet sich unser Held im tintendunklen Unterseequartier des Bösewichts wieder. Auf den Folterstuhl des Headbanger 3000 geschnallt, blickt er in die auf ihn gerichtete Laserkanone. Was soll das? Mach mich los, du verpeilte Flachzange. Sag mal, irgendwoher kenne ich dich doch. Allerdings tust du das. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium. Du hast mich nie beachtet. Du hast dir nicht mal meinen Namen gemerkt. Klar habe ich mir den gemerkt. Ja, Kuddel. Nee, Hein. Fiete? Alles falsch. Nie wolltest du mit mir Schlümpfe tauschen. Immer hast du mich gemobbt. Das Wort gab's doch damals noch gar nicht, du Nerd. Das Wort gab's auch noch nicht. Jedenfalls wirst du dafür bezahlen. Gleich trifft dich der Strahl aus dieser Kanone. Und dann hat deine letzte Überstunde geschlagen. Peter? Die Kamera läuft, Boss. Nun denn? Schreiten wir zur Tat! Keine Bewegung! Hier spricht die Austauschpolizei! Ich werd verrückt. Das ist ja Caroline Kebekus. Frau Hansen, Sie sehen so verändert aus. Haben Sie was mit Ihren Haaren gemacht? Für Sie bin ich Commander Kebekus. Hände dorthin, wo ich Sie sehen kann. Ach ja, richtig. Der Berufstauschtag. Wie haben Sie mich gefunden? Ich war gerade auf dem Weg zu unserem Treffen. Da habe ich gesehen, wie Sie dieser Kerl mit der Lupenbrille mit seinem Magneten entführt hat. Da habe ich gleich das nächste Taxi genommen und bin Ihnen gefolgt. Ich fand Mädchen schon immer doof. Ihr seid alle meine Gefangenen, Peter. Schnapp dir sofort diese Person und binde sie an diesem Rohr fest. Um die kümmere ich mich später. Ja, komm doch. Schnappen. Das sagt er so einfach. Komm einen Schritt näher und ich verpasse dir einen Tritt auf den Adamsapfel. Mein letzter Berufstauschtag war nämlich im Thai-Box-Club Weiche Birne Nippes. Bitte nicht schlagen, Memme. Befreien Sie mich, Frau Kollegin. Es muss einer dieser Hebel sein. Ach Gott, es sind ja so viele. Unterstehen Sie sich! Finger weg von meinen wunderschönen Hebeln! Aus dem Weg, du Witzfigur! Ich bin am Pult. Welchen Hebel soll ich betätigen? Das ist egal. Probieren Sie einen. Nur nicht den Strahler anschalten. Nun sag schon, du winselnder Scherge. Welcher Hebel löst die Fesseln vom Kommissar? Der gelbe mit dem blauen Griff. Aber nicht hauen. Na, großartig. Ah, Freiheit. Ah. Der Schurke kommt wieder zu sich. Welchen nehme ich denn jetzt? Es fängt an, mir Spaß zu machen. Oh nein, nicht den violetten. Das ist dieser berühmte Hebel, den es in jedem Horrorlabor gibt. Also der, den man auf keinen Fall ziehen darf, weil dann das ganze Labor in die Luft fliegt und sich eine Luke öffnet, durch die die Schurken dann entkommen? Genau. Geil. Wieder an der Erdoberfläche angelangt. Das war ja ein geiler Berufstauschtag. Viel lustiger als im katholischen Schmalfilmarchiv. Nur schade, dass der Bösewicht entkommen ist. Ach, das macht nichts. Ohne sein Höllenlabor ist er einfach nur so ein sitzengebliebener Turnbeutelvergesser. Aber sagen Sie mal, warum machen Sie denn das überhaupt, solche Tauschtage? Na, damit ich bereit bin, wenn die vom Kölner Tatort endlich anrufen. Ich will da unbedingt mal mitspielen. Und außerdem brauche ich neues Material für mein neues Bühnenprogramm. Apropos Bühne, wir könnten doch den angebrochenen Abend mit etwas Comedy beschließen. Was halten Sie davon, wenn ich uns jetzt ganz schick mit Blaulicht zum nächsten Stand-Up-Schuppen fahre? Gute Idee. Nachdem wir diesen Fall ja nun in Rekordzeit gelöst haben, müssen wir es sogar noch rechtzeitig schaffen. Juppie, auf geht's.
Mal sehen, wer da heute spielt. Ja, Moment mal, da steht... ich glaube ja wohl, mein Schwein pfeift. Leise flüstert meine Dienstpistole. Birgit Hansen live. Krimidi vom Feinsten. Krimidi? Ja, das ist Comedy mit Krimi-Elementen. Kennen Sie die Künstlerin? Allerdings. Liebe Frau Kebekus, unser Comedy-Abend ist gestorben. Ich muss diese Show verhindern. Diese Frau darf auf gar keinen Fall auftreten. Warum denn nicht? Mögen Sie sie nicht? Ja, ganz im Gegenteil. Ich liebe sie. Sie ist eine tolle Polizistin, aber eins kann sie ums Verrecken nicht. Wenn Hansen Witze erzählt, dann läuft einem das Hirn dunkelgrün aus den Ohren. Ein Radio Hamburg Hörspiel-Krimi. Buch Monty Arnold. Produktion Christian Stemmann. Idee und Redaktion Simone Terbrack. Und das erwartet euch in der nächsten Folge. Mal überlegen. Wir brauchen eine Mischung aus einem Dompteur, einem Schlangenbeschwörer und einem unwiderstehlichen Charmeur. Tja, aber so jemanden gibt's leider nicht. Ich korrigiere mich. So jemanden gibt es doch. Ich muss mal telefonieren. Folge 6 gibt's für euch am 2. September um 12 Uhr.